Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Squad Building Challenge bzw. damit von dem nächsten Pack Opening hier auf dem Kanal. Es ist momentan Cyber Week bzw. Cyber Friday oder Cyber Weekend, wie auch man es nennen möchte, und dementsprechend gibt es momentan extrem viele nice Squad Building Challenges. In diesem Video hier werden wir alle davon mal abhandeln, inklusive auch der Top Partien Challenge für dieses Wochenende. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in euren Sets so gezogen habt. Wir haben da echt geile Sets dabei als Belohnung, auf die wir gleich auch nochmal explizit eingehen werden. Und ansonsten checkt gerne die Links in der Beschreibung für andere Pack-Openings aus. Wenn ihr FIFA Points oder Coins braucht, IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Code MAXGAMINGTV. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es gibt auch momentan besondere Angebote für den Cyber Friday bzw. für die Cyber Week. Also Black Friday, Cyber Week, wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, des Weiteren mein Merchandise. Amazon gibt es auch momentan noch Angebote. Dazu auch selbstverständlich meine Social Media Links, Twitter und Instagram. Wo ich mich gestern wieder, deswegen auch meine Stimme, ich war in Düsseldorf, gut über den Schiri aufgeregt habe. Beziehungsweise gut über diese Partie. Fortuna steht nicht nur da irgendwie ohne Grund. Die hatten gestern wirklich eine Menge Fortuna. Aber es war irgendwie auch ein geiles Spiel. Ich habe ein Set hier schon im Shop. Und zwar ist da, ich habe keine Ahnung, was es für Sets gibt. Ich war, wie gesagt, gestern in Düsseldorf. Ich bin erst um 1 wiedergekommen. Dementsprechend habe ich gestern Abend überhaupt keine Sets gezogen oder irgendwas. Momentan gibt es Promo-Sets. Und zwar 50k-Sets und 25k-Sets. Und zwar gibt es momentan sogar noch 33.050k-Sets. Also sind das gerade, ist es gerade Lightning Round. Dieses Premium-Gold-Set Premier League erkläre ich euch gleich mal. Es gibt zudem noch 7,5 und 15k-Sets dauerhaft. Ist also ganz nice, was EA da rausgehauen hat, aber jetzt auch nicht irgendwie, naja, zu genial. Genialer sind eigentlich eher die Squad Building Challenges. Einmal die Top-Partien, da ist wieder nichts Besonderes dabei. Da haben wir Chelsea gegen die Spurs, dann haben wir Ehrenwen gegen Ajax, Racing gegen Independente und Toronto gegen Montreal. Das geht also. Dann garantierte 82+, das ist ganz cool. Man muss hier ein Team bauen, ja, einfach nur genauso wie diese Gold-Upgrade-Challenge, und dafür bekommt man seltenen Spieler plus 2, also 82+. Sehr, sehr nice, auch wenn er untauschbar ist. Dann garantiert Team of the Week 10, auch untauschbar. Dafür braucht man ein Team mit einer Gesamtwertung von mindestens 84. Haben wir ja auch schon abgeschlossen. Ich würde mal sagen, wir machen das einfach mal ganz kurz. Sind halt einfach alles Random-Spieler mit einem hohen Rating, die ich da reingeworfen habe. Grüße an Schlangetier an dieser Stelle. Haben wir ein Team der Woche 10 Spieler. So, garantiert 82+. Habt ihr gerade auch schon gesehen, habe ich bereits auch abgeschlossen. Das sind einfach wieder nur random Spieler, die ich reingeworfen habe. Müssen 7 selten sein. Ist aber, denke ich mal, in Ordnung dafür, dass man 82+ Spieler bekommt, auch wenn er untauschbar ist. Kann ja auch was Geniales sein, beispielsweise bis 96. Ja, also quasi bis Cristiano Ronaldo, beziehungsweise bis Cristiano Ronaldo in Form. Chelsea gegen Spurs habe ich hier auch schon fertig. Habe ich mit Marcos Alonso und Wanyama gemacht. Ich weiß nicht, warum der im Mittelfeld ausreichend Chemie bekommt. Wahrscheinlich, weil die alle 10 Chemie haben. Ja, das ist der Grund. Und ja, dementsprechend passt das auch ganz gut. Dafür kriegen wir wie viele Münzen? 1500 und 2 seltene Goldspieler-Set. Das ist, naja. Ehrenwen gegen Ajax, das ist, glaube ich, ein Goldspieler-Set oder sowas um den Dreh. Also auch nichts zu krasses, aber die Challenge, habt ihr gerade gesehen, war auch nicht zu schwer. Hab einfach einen Spieler von Ehrenwen reingeworfen, den ich vor einen hatte, einen von Ajax und den Rest einfach ein bisschen aufgefüllt. Ist auch nicht so viel Chemie vonnöten. Hier das Racing Club gegen Independente. Braucht man nur Argentinier. Ein Spieler von Independente, ein Spieler von Racing Club. Das sind bei mir Lisandro Lopez und Cuesta. Cuesta, genau. Ja, auch das wieder absolut keine Schwierigkeit. Habe ich sogar 100 Chemie, obwohl ich eine 90 brauchte. Und dann haben wir noch Toronto gegen Montreal. Das ist ja ein bisschen schwieriger, denn man braucht von jede, oder man braucht 11 Spieler aus der MLS, aber auch von 11 verschiedenen Vereinen. Da muss ich mir die beiden Außenverteidiger kaufen. Und das sind Sal Zizzo, der mal bei 96 gespielt hat. Und ich weiß nicht, wie er heißt. Colway, genau. Von den Earthquakes. Also ist auch wieder relativ einfach eigentlich. Man bekommt 1000 Münzen und ein Silberspieler-Set. Aber es ist halt so gesehen auch wieder nicht einfach, weil nicht jeder 11 Spieler aus der MLS im Verein hat, weil die halt auch relativ selten sind, beziehungsweise vor allem auch Silber. Und das war ja sogar bei mir ein Problem. Und ich habe ja Millionen Spieler so gefühlt im Verein, von daher, ja. Insgesamt bekommt man für das Ganze wieder mal eine 15k-Set, was eigentlich ganz cool ist. Und gerade bei diesem Team of the Week momentan eigentlich ganz chillig ist. So, Team of the Week, wo ist hin? Team of the Week tauschbar, genau, hier haben wir es. Die gibt es auch noch und ja, das ist auch wieder eine ziemlich interessante Challenge, denn auch da braucht man wieder 84er Bewertung, aber man muss zwei Informs benutzen. Süle habe ich ja gezogen, dementsprechend habe ich den reingepackt, und Mali hat hier irgendwie 13.000 Münzen gekostet, genau deswegen war der noch eher schwingbar. Und diesen Spieler kann man tauschen, und wenn man da einen guten Spieler bekommt, ist es logischerweise so, dass man ja, Profit macht. Und deswegen mache ich das einfach mal und hoffe, also selbst wenn ich jetzt einen schlechten ziehen sollte, der wird trotzdem höchstwahrscheinlich noch für über, also für Discard gehen. Wenn er über Discard geht, habe ich damit schon Profit gemacht. Ja, okay, nicht Profit wegen einer 84ern. Aber ich mache auch nicht so viel Verlust auf, im schlimmsten Fall. Und von daher ist das wirklich ein cooles Set, weil abstoßen ist ja immer 10.000 Münzen ungefähr mindestens. Und ja, das geht auf jeden Fall, gerade für die Leute, die ein bisschen mehr Pack-Luck oder ja, Coins haben. Garantiertes Premier League Set, garantiert Bundesliga, garantiert Liga Santander, das sind Premium Gold, das ist ein Premium Gold Set Bundle.
Nee, EPL, ja, das ist die Bundesliga, habe ich damals gelesen, ja. Fail. Egal, Premium Gold seit Bundesliga, also mit Bundesligaspielern, dann hier mit Premier League-Spielern, mit La Liga Santander, mit Ligue 1 und mit Calcio A. Dafür, da kann man sich aussuchen, welche man nimmt, weil im Endeffekt braucht man nicht mal die Spieler aus der Liga, man muss einfach nur, das ist genauso eine Gold-Challenge, ja, das ist so eine, man muss einfach Goldspieler reinhauen. Das alles. Keine seltenen oder irgendwas, einfach nur Goldspieler. Und dafür bekommt man dann Premium-Liga-Set aus der Liga Santander, das aber halt untauschbar ist. Das ist wieder so ein bisschen ein Nachteil, aber ich denke mal, das ist ganz okay. Und ein cooles Upgrade im Vergleich zur Gold-Upgrade-Challenge. So, wir haben 9 Sets. Ich hoffe, dass wir die ziehen können, beziehungsweise ich hoffe, dass wir nicht wieder hier Lag haben. Oh, eine Movember-Karte, das ist cool. Und zwar Jordan Henderson, das ist doch mal ein richtig guter Anfang hier. Direkt die erste Karte im Movember. Mit Hendo, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und was haben wir noch drin? Irgendwas Cooles noch, Johnson noch, Delph, ein paar Goldspieler. Guck mal, damit habe ich jetzt schon Profit gemacht. Was geht Henderson oder für was geht Henderson? Ja, so für 10, okay, für Discard. Aber den nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist jetzt die zweite Movember-Karte, die ich gezogen habe mit Gustavo. Haben wir hier irgendein Duplikat? Nö, aber das geht auf jeden Fall gut klar, würde ich mal so sagen. So, das Set war nicht verpixelt, deswegen habe ich die Hoffnung, dass das jetzt auch weiter so geht. Das nächste Goldspieler-Set, das ist jetzt mal wieder kein Lag, allerdings ein seltener Goldspieler. Und zwar Grosicki von Rennes. Das ist kein guter, aber okay. So, nächstes Goldspieler-Set. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück drin. Nein, wieder zumindest kein Walkout. Aber eine dickere Sternschnuppe, und zwar eine 84er-Sternschnuppe. Es wird immer Toprak. Auch nicht der krasseste Spieler, aber nicht schlecht. 84 kann man in diesen Sets auf jeden Fall mal mitnehmen. Für was geht der? Ich glaube so für 1000 Münzen oder sowas. Nee, 2600. Das ist, ja, das ist in Ordnung. Damit kann ich auf jeden Fall sehr gut leben. Ich freue mich natürlich vor allem über das Henderson-Pack. Das war ziemlich, ziemlich cool. In diesem Silberspieler-Set ist ein seltener drin, aber es gibt keine Sternschnuppe, warum auch immer. Und zwar ist es Perez. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber dieses Set ist halt auch absolut überhaupt nichts Besonderes. Wir ziehen aber immer in Dembélé und der könnte theoretisch aufgrund des Hypes um ihn... Ja, guck mal, der ist zumindest ein bisschen was wert. Und zwar so, ja, vielleicht 1000 Münzen mit ein bisschen Glück. Und das ist auch gar nicht so schlecht für einen Silberspieler. Da freue ich mich doch drüber. So, machen wir mal das zwei seltene Goldspieler-Set auf. Und hier gibt es wieder eine kleinere Sternschnuppe. Und es wird Borja Valero. Nee, es wird Bojan. Okay, Borja Valero wäre cool gewesen, habe ich gerade eingetauscht. Aber Bojan habe ich schon im Verein, genauso wie die Davi. Deswegen war das... Wie gesagt, wie wird diesen tradable? Ach so, ja, das ist natürlich cool. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwas bringen wird. Als nächstes machen wir mal das Premium-Gold-Set aus der Premier League auf und hoffen, dass wir da einen vernünftigen Spieler halbwegs drin haben werden. Nee, nicht wirklich. Aber okay, Montero. Das sind halt, wie gesagt, auch nur Sets, die, ja, wie diese Gold-Upgrade-Sets sind. Und die kann man nicht mal tauschen oder so, aber kann man zumindest für Squad-Building-Challenges wieder benutzen. Man bekommt Fitness und Verträge. Das ist in Ordnung. So, es bleiben noch 3 Sets. Und das sind die 3 Sets, in denen wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir was Gutes ziehen. Jetzt ziehen wir das seltene Spieler-Set. Das hat leider Gottes zu kurz gelegt. Aber vielleicht eine etwas dickere Sternschnuppe. Ja, auf jeden Fall. Und zwar wird das so. Ach nee, Quatsch. Der ist ja im Team of the Week. Es wird Manolas. 84er-Rating, das ist in Ordnung. Den habe ich ja in meinem. Dybala-Team. Allerdings kann ich den ja logischerweise nicht jetzt, ich kann mit dem nichts machen. Ich muss den also in den Verein tun. Und dafür meinen anderen Manolas, der, nee, das bringt übers Herz. Okay, dann discard ich den lieber. So, jetzt kommen wir zu den Informs, ja. Wir haben 10 Team der Woche Spieler hier, ein Team der Woche Spieler, ein Team der Woche Spieler aus dem Team der Woche 10 hier, ein Team der Woche Spieler auf der rechten Seite. Der wird wahrscheinlich einfach, also der ist wahrscheinlich einfach jede Woche anpassbar und der ist genau aus Team der Woche 10. Ja. Bin gespannt. Der ist untauschbar, der ist tauschbar. Wir machen natürlich erst den untauschbaren auf und hoffen, dass das was Dickes wird. Nee, das wird zumindest kein Walkout, aber es wird was Goldenes und das ist schön. Und das wird Yunus Mali, den ich gerade eingetauscht habe dafür. Na, herrlich. Okay, ich nehme aber trotzdem natürlich mit, weil so ein Inform-Discard ist der nicht. Und jetzt kommen wir zum Team der Woche Spieler, der tauschbar ist. Ich hoffe, dass der besser ist. Wir gucken nochmal ganz kurz aufs Team of the Week. Wir haben auf jeden Fall einige gute Spieler dabei diese Woche. Unter anderem Ronaldo, Touré oder David Luiz. Es gibt natürlich auch ein bisschen Rotz, beispielsweise Srinna, Bisevac, Buonanotte, Defoe, Juba. Aber hier, die in der Startelf stehen, sind eigentlich alle ziemlich, ziemlich gut. Sogar Kameni finde ich noch ganz nice. Ich würde mich über alle in der Startelf freuen. Wenn es jemand auf der Bank wird, dann wenn schon Srinna oder Defoe. Also Buonanotte, Bisevac und Juba. Wären meines Glücks entsprechend. Ich glaube, dass ich einen von denen ziehen werde, aber es wäre schon ziemlich, ziemlich bitter. Deswegen öffnen wir das Set. Ich drücke die Daumen und wir schauen, was es werden wird. Es wird kein Walkout, es wird aber eine dicke Sternschnuppe und es wird Defoe. Och Mann! Es ist so typisch, es ist so typisch, es ist widerlich. Aber egal, ich werde einfach diese Squad-Building-Challenge gleich wieder machen und dann sehen wir uns vielleicht dann nochmal wieder. Ansonsten war es von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel mehr Glück bei euren Sets. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.
So, Freunde, natürlich sind momentan alle 84-Plus-Spieler unglaublich teuer, weswegen ich hier nur noch meine, aus meinem Verein reingehauen habe und mir Verratti gekauft habe für unglaubliche 8.800 Münzen, weil sonst die günstigsten, ich brauchte 85er und die günstigsten ansonsten sind irgendwie, gute Frage, Cavani und Pastore. Allerdings, ja, habe ich so meinen Mali, den ich gerade gezogen habe, und den DV hier rein verbaut und hoffe, dass ich jetzt dadurch dieses Team of the Week Set tauschbar. Ich habe irgendwie mir den Nacken verspannt, merke ich gerade. Ist nicht angenehm. Ich hoffe, dass ich so jetzt einen besseren Spieler bekomme als gerade. Wenn ich jetzt einen Buonanotte bekomme, mache ich es natürlich nicht normal, allein weil ich noch einen Inform kaufen müsste. Aber ich hoffe trotzdem, dass das jetzt besser wird als gerade und dass es ein Spieler wird, der mir ein bisschen mehr Freude bereitet. Also im Endeffekt einer aus der Startelf. Ich bin gespannt, wir legen mal los. Und es wird kein Walker, das wird also kein Ronaldo. Wird aber eine dicke Sternschnuppe und es wird... Oh, das ist doch nicht wahr. Och Mann, Alter! Wieso denn nochmal? Das ist doch assi! Mann, zweimal Jermaine Defoe, was soll ich denn damit? Das ist doch... Ach. Hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, ne, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Egal, ich stelle ihn jetzt drauf, damit ich bloß nicht nochmal auf die Idee komme, das nochmal zu machen. Ah, ärgerlich, oder nicht? Ey, so ein Fail. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann.